Moin Freunde und willkommen zu einem neuen Dark Souls 2 Video. Diesmal wieder mit einem ganz mega geilen Tipp, das kann ich ja schon mal sagen. Und die Begrüßung Freunde trifft das schon mal sehr gut, zu diesem Titel ja auch. Ja, ich erkläre euch jetzt einfach mal, wie man in Dark Souls 2 problemlos mit seinen Freunden zusammen zocken kann. Es ist der Oberhammer, es ist wirklich der Oberhammer. Wie jeder schon weiß, ist es ja so, dass es in Dark Souls, man muss dasselbe Level haben oder in der Nähe des anderen des Levels sein. Also plus minus 10 Level müsste eigentlich gehen. Am besten ist natürlich, ihr habt genau dasselbe Level. Und ja, das war's eigentlich so. Mehr ging nicht und so weiter. Es hängt aber allerdings von zwei Faktoren ab und es gibt noch zwei Bonusfaktoren, mit denen man das Ganze, die Wahrscheinlichkeit extrem steigern kann. Und das werde ich euch jetzt einfach mal erklären, liebe Freunde. Das erste, womit es zu tun hat, ist, wie gesagt, schon das Soul-Level. Das muss dasselbe sein. Wenn ich weiß, was das Soul-Level ist, wo es ist, hier oben links steht es, ich bin momentan 108. So. Das Wichtigste, was noch damit zu tun hat, und das wusste ich bislang noch gar nicht, das habe ich ehrlich gesagt vor kurzem jetzt, vor 10 Minuten, rausgefunden. Ihr habt doch hier oben, wenn ihr rechts guckt, hier oben bei den Teilen, steht die maximale Seelenanzahl, also die man maximal mal bekommen hat, egal ob man gestorben ist und die dann verloren hat, da steht die maximale Anzahl an Seelen, die man bekommen hat, durch Kills, durch Seelenploppen oder was weiß ich, ist egal. Und dieser Faktor, dieser Wert, hat auch damit was zu tun. Also es würde jetzt nicht reichen, wenn der Kumpel von mir auch 108 ist vom Level her, aber er hat nur, das ist unrealistisch jetzt, aber er hätte nur 10 maximal Seelen. Ja, macht keinen Sinn, ich weiß, aber dann würde es nicht gehen. Das muss auch in dem bestimmten Rahmen drinne sein. Da kann ich euch aber jetzt nicht den genauen Wert sagen, was man dafür braucht. Also auf diese zwei Sachen kommt es richtig heftig an. So, das zu dem einen. Und man kann das alles noch steigern, wenn ihr mit der Katze redet. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit... und sie verkauft euch nämlich einen Ring, liebe Freunde. Das ist der hier, der Ring mit Namensgravur. Leichtere Verbindung zu Spielern mit demselben Gott. So. Den legt ihr an, liebe Freunde. Huch. Und dann, die Person, mit der ihr zocken wollt, oder die mehreren Personen, mit denen ihr zocken wollt, wie auch immer, ihr müsst alle logischerweise denselben Gott auswählen. Wir haben jetzt gerade hier, ich habe jetzt die Göttin der Liebe genommen, weil Liebe kann man nie genug im Leben haben, deswegen haben wir gedacht, das passt doch wunderbar. Und das machen dann auch logischerweise genau die Leute, mit denen ihr zusammenzocken wollt. Damit habt ihr schon mal eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass es noch besser klappt. Dann habt ihr auch hier oben, habt ihr dieses Zeichen. Seht ihr ja, diese Estusflasche, das ist das Zeichen der Liebe. Hinterfragen wir das einfach gar nicht. So, und was man es noch steigern kann, da bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob es geht. Das ist natürlich, wenn man im selben Eid ist. Ohne jetzt da hochzulaufen, da oben, ihr kennt ja der blaue Pfad oder wie der Eid heißt. Da geht ihr einfach rein, ist ja total egal. Oder Sunbros wird wahrscheinlich auch gehen. Und ja, dann könnt ihr eigentlich problemlos zusammenzocken. Und ohne jetzt hier großartig dumm rumzulabern, werde ich euch das natürlich noch, doof gesagt, beweisen. Ich schreibe mal eben kurz. Hat mein Kumpel hier gerade geschrieben, wo ich es hinlege. Weil ich will das natürlich auch euch natürlich zeigen. Also hier, das ist jetzt nicht geschnitten oder sonstiger Blödsinn oder was weiß ich was. Nicht, dass ihr denkt, ich labe. So. So, ist nämlich mein Kumpel, der Dima. Ich werde es auch gleich in der Liste zeigen, dass das hier alles seine Richtigkeit hat. So. Gut, er scheint da zu sein. Ich lege mein Sign. So, Freundesliste kurz nachchecken, nicht, dass ich hier einfach erzähle. Diese Person, ihr seht, ist in der Freundesliste. Mal schauen, ob es, wenn es jetzt nicht funktioniert, kriege ich natürlich einen Anfall. Aber es ging die ganze Zeit. Also muss es jetzt eigentlich auch gehen. Da hinten gibt es Gewitter. Sehr geiler Boss hier übrigens. Sehr, sehr geil. Oh, wir werden gerufen. Wer mag das wohl sein? Schauen wir mal. Wäre jetzt echt lustig, wenn es jemand anders wäre. Ich glaube aber, ihr seht dann wirklich nur die Sam-Zeichen, von dem ihr auch den Gott genommen habt. Also ich glaube, ihr seht dann wirklich gar keine anderen mehr, außer die.
was ja an sich vollkommen egal ist, weil das will man ja auch gar nicht. Aber dass ich das rausgefunden habe, fand ich mega geil. Es gibt, wie gesagt, eine Seite, da kann man das sich ausrechnen lassen, mit welchem Level, wie viel maximal Souldings haben. Ich pack den Link einfach mal in die Beschreibung, Leute. Dann könnt ihr mal gucken. Und ihr habt gesehen, hier steht mein Kumpel Dima. Ging wunderbar. Also finde ich mega geil. Also so kann man wirklich Dark Souls 2 schön mit seinen Freunden zusammenzocken. Nicht, dass man es irgendwie nötig hätte oder sonstiges, aber es macht einfach ganz... Also ich habe es jetzt schon dreimal durch. Das ist ja gerade der vierte Run, den ich spiele. Und mit den Leuten, die man kennt und so weiter, noch mit denen zu labern und so, macht es halt einfach viel mehr Spaß. Ja? Ist viel lustiger. Alles cool. Und ich, wie gesagt, wollte ich das einfach mal zeigen, weil ich finde es mega geil, weil das hat mich immer so genervt. Man will mal jemandem bestimmten helfen oder man will es mit einem Kumpel zusammenzocken, etc., etc. Und es geht halt nicht. Und damit klappt es wirklich wunderbar, Leute. Ihr habt es gesehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt Kommentare, falls ihr das schon wusstet oder so. Keine Ahnung. Ich bin ja da immer so ein Spätzünder mit den ganzen Sachen, weil ich gucke ja nie im Internet irgendwas nach oder so. Ich würde sagen, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Und bis dann, Freunde. Tschüssen.